So, zwei links, ein rechts, ein fallen lassen. Ja, ein neuer Tag in Minecraft und eine neue Folge. Wir spielen Minecraft von Minenarbeit.de. Hier ist Frau Butler und ich baue eine Mondstation auf, ja, der Insel ist es nicht, aber dem Kontinent von Karl, dem Kahlen. Ich werde auch eines Tages noch die ganzen Bäume hier abholzen, damit es auch wirklich mondartig aussieht. Ja, ich habe hier oben versucht, so ein bisschen eine Seite schon mal dieser Plattform zu machen, die einigermaßen rundlich dann aussehen soll. Weiß ich auch nicht, ja. Das wird aber. Ich habe es. Oh, jetzt ist er klar. Ich kann aber auch jetzt auch hier Koppelstein benutzen. Ich denke, ich weiß jetzt, wie es geht. Und zwar. Hier ist die Mitte. Eine. Das ist so die Mittelachse. Die soll jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? 8 lang sein. Also 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Und dann geht hier so ein hammerartiges Ding weg. So. Anschließend mache ich mal auf der anderen Seite nochmal eben. Ist immer ein bisschen kritisch hier oben in diesen Höhen. Zweimal so zwei. Ja, es geht jetzt mal eine Stufe zurück und dann zwei in die Richtung, eine zurück, zwei in die Richtung. Und das machen wir spiegelverkehrt dann genauso. Ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt zumache, dann komme ich da nicht mehr an den Erdhaufen ran, den ich ja noch wegmachen möchte. Hier kann ich auch schon ein bisschen mehr Boden einziehen, das ist ja dann eh alles erledigt. Hm? Ja, einen weg, dann zwei. Wieder einen rein und nochmal zwei in die Richtung und dann treffen die sich. Ja, und so habe ich das jedenfalls auf meinem Notizzettel aufgemalt und jetzt hier mal ausprobiert. Und siehe da, wenn man das hinterher noch halbwegs verkleidet, man könnte es vielleicht noch ein bisschen mehr abrunden. Das muss ich dann nochmal testen. Jetzt mache ich erstmal die Grundform fertig. Also auch diese beiden Seiten. Jetzt müsste ich es auch selber können, ohne nachzugucken hier. Zwei, dann wieder einen zurück. Wieder zwei. Ein bisschen zumachen. Koppelsteine habe ich gerade noch so ein paar dabei. Also das ist jetzt alles, was ich noch in meiner Höhle hatte. Ich würde sagen, dann machen wir uns auch nachher auch sowieso mal eben auf nach Hause, nach Bad Schönfels, um mal ein bisschen Ressourcen zu holen. Oder wer weiß, was uns da noch alles wieder einfällt. Na, dann sind wir wieder ein paar Folgen dann beschäftigt mit irgendwelchem anderen Kram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann hier so ein Ding hin. Von da ausgehend immer ein zurück und zwei dran. Wieder ein zurück und zwei nach außen. Und da sehe ich schon, da treffen die sich schon wieder in der Mitte. Das ist ja wunderbar. Das klappt ja mal wirklich. Ja, mein Notizzettel, das ist einfach so ein kariertes Blatt. Ne? Da habe ich so ein bisschen drauf gemalt. Mir überlegt, wie kriegst du denn so eine Kreisform hin? Ich weiß, dass es dafür auch so Tools gibt. Also, ich kenne das auch. Es gibt so Editoren, da kann man, was weiß ich, was eingeben. Und oh, man kann sogar irgendwelche 3D-Modelle dann umrechnen lassen, wie man die mit Blöcken dann realisieren kann. Ja, ihr kennt mich ja schon. Ich mag so ein bisschen, so ganz gerne das Manuelle. Ne? Also, wenn es einen Mod gäbe, wo man auf den Knopf drückt und dann geht Minecraft ganz automatisch und baut sich alles selbst, so, das würde ich garantiert nicht benutzen. Ne? Und, ach, guck mal, jetzt kann ich das sogar schon im Schlaf, während ich da irgendwelche Geschichten bei erzähle. Ich vertue mich überhaupt nicht. Was ist denn los mit mir? Ah, jetzt verreicht jetzt mein Koppelstein nicht mehr. Ein bisschen habe ich noch. Da kann ich vielleicht noch die äußere Form. Ah, das war's. Sechs Stück habe ich noch. Okay. Gucken wir mal, dass wir vielleicht noch gerade hinkriegen hier.
Stimmt das jetzt hier? Und zwei in die Richtung. Und dann treffen die sich in der Mitte. Wunderschön. Ich glaube, das wird dann hinterher. Das stimmt alles. Ja, das stimmt. Ja, da ist auch noch Erde drin. Das muss ich auch noch alles reparieren. Nützt nichts. Hier soll dann auch noch ein Aufgang. Diese Säulen mache ich, glaube ich, nicht so Ameisenbeinmäßig komisch, sondern so richtig zu. Dann kann man innen drin hier auch noch irgendwie eine Leiter anbauen und dann da hoch. So. Also hier so, ne? Später. Jetzt laufen wir zurück nach Bad Schönfels. Die Richtung müsste stimmen. Ich bin auch mal gespannt, wie es da aussieht. Ich war ja lange nicht da. Jetzt gucken wir da alles zurück, alles abgebrannt, ne? Guck mal hier. Ah, völlig abgespaced, ja? Aber was wollt ihr sonst hier so bauen? Guckt euch das mal an, bitteschön, ne? Obwohl, ja, das ist noch eine Idee. Oh, da müssen wir uns aber beeilen jetzt. Schaffen wir das überhaupt noch? Das wird auf jeden Fall spannend. Da, ah, komm, den Baum, den können wir jetzt stehen lassen. Ah, da ist der Lavasee. Das muss ich noch da hinten über den. Boot habe ich mit, Freunde. Das müsste sogar vielleicht noch eins da. Ja, es müsste noch. Hallo, hallo, weiterlaufen, weiterlaufen. Keine Panik, keine Panik. Boot liegt wahrscheinlich sowieso noch da unten. Da können wir direkt reinjumpen. Aha. Meiner Erfahrung nach ist man aber auf See nachts relativ sicher. Na, wo ist es denn? Da ist es doch noch. Gucken, ob Mangelware da auch Hand angelegt hat. Nein, hat sie nicht. Da ist doch wunderschön. Da treiben wir mal so ganz gemütlich raus aufs Meer. Na, da ist auch noch ein Tintenfisch da unten. Die sieht man nachts unheimlich gut. Na, die sieht man nachts unheimlich gut im Wasser. Ja, brauchen wir uns gar nicht beeilen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht. Jetzt, ja, sind wir natürlich hier so eingeklemmt. Ne? Wir können höchstens mal jetzt so um den Block fahren, aber was weiß ich. Ne? Das ist ja auch jetzt nicht so. Ob wir da unten vielleicht mal den Tintenfisch jagen sollen? Wo ist er denn hin? Ja, ich habe immer noch das Texturpack von Mangelware drauf. Ne? Das ist eigentlich hauptsächlich das Minenarbeit-Texturpack mit einigen Änderungen. Und auch normaler Wolle so. Wolle ist, glaube ich, hat sie selber auch gemacht. Hat sie alles schön gemacht. Ne? Ich wollte aber nur meine Zeit jetzt mal mitspielen, um mal ein bisschen leicht was anderes zu sehen. Ja, ist aber gar nicht richtig toll, weil jetzt fahren wir auch hier so voll. Ah, schnell mal wenden. Ah, überall Sandbänke, ja, klasse. Ja, das wird ja mal wieder was. Ich wollte nur Material holen von zu Hause. Gucken wir mal, dass ich vielleicht die Sandbank jetzt hier so umfahren kann und dann werden wir mal sehen. Vielleicht mal langsam da, der da hinten geht's, glaube ich, durch da so. Ja, Mond, komm mal raus. Mach mal was hell hier. So. Ja, nochmal Erinnerungen an die Umfrage. Wie lang sollen Let's Play-Videos eurer Meinung nach, ob im Optimalfall denn so sein? Geht auf minenarbeit.de, da findet ihr so ein Voting. Da könnt ihr einfach irgendwo draufklicken und dann nochmal auf Bestätigen klicken und dann braucht ihr euch nicht registrieren oder irgend so ein Scheiß, ja. Und macht einfach mal. Gebt mal einfach euren Senf ab. Drei Möglichkeiten. Wollt ihr Let's Play-Videos von 10 bis 15 Minuten oder etwa 20 Minuten lang oder so 20 bis 30 Minuten lang? Alles natürlich so immer nur gedacht, um mir ein bisschen mehr Orientierungsmöglichkeiten zu liefern, damit ich ungefähr weiß, ist das denn jetzt richtig, dass ich öfters mal diese 15 Minuten überziehe oder sogar mal ab und zu ein 30-Minuten-Video raushaue. Findet ihr das überhaupt gut? Ihr wisst schon. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Da war der Lavasee. Jetzt müsste doch hier so eine kleine Bucht sehen. Ich sehe überhaupt nichts. Also. Aber allerdings sehe ich auch noch keine Monster. Hier muss ich aufpassen. Jetzt ist verdammt eng hier. Irgendwas plätschert. Ich sehe schon gleich, dass ich mich zu Tode erschrecke. Da ist da vorne nicht der.
Da sind wir schon. Ja, ob wir jetzt natürlich hier. Ach, was soll's, ich habe auch nichts besonders Wertvolles jetzt dabei. Ich habe ja jetzt nicht die ganzen Diamanten mitgenommen und was wir sonst noch alles gefunden haben. Ich versuche hier mal ganz schnell, ja, mal so hochzukommen. Ja, ob wir da jetzt im Boot rumsitzen und warten, dass uns ein Monster killt oder wir hier jetzt auf Teufel komm raus, ne, durch die Wildnis laufen. Da ist ja schon wieder eine Fackel. Das ist doch wunderbar. Gleich sind wir zu Hause, Leute. Vielleicht klappt das ja sogar mal ohne Zwischenfälle. Toll. Schön hier. Schön gemacht. So mal rein. Nicht, dass wir hier noch verfolgt werden. Ah, sehr schön. Ich habe erst gedacht, wir im falschen Haus, weil hier alles ein bisschen anders aussieht, wegen des Texture Packs, ne? Aber ich bin in Bad Schönfels. Da ist unser Schafsbrunnen, die unendliche Wasserquelle, ne? Gucken wir mal im Bahnhof. Ja. Da. Ah, da fällt mir auch gleich noch was ein. Jemand sagte auch irgendwie, kann man vielleicht auch mal ein bisschen umbauen. Obwohl die Scheibe würde ich ja gerne lassen, so wie ist. Aber diesen Blumentopf könnte man zum Beispiel tatsächlich doppelt machen. Das meinte jemand, machst du doch einen doppelten hin, dann ist das diese. Ja, ich sag mal, das ist ja auch wirklich so eine richtige Staubecke, ne? Also. Die ganzen Staubpartikel und Fusseln, die sammeln sich dann da in dieser Ecke. Und da haben wir immer irgendwie schlecht zu putzen, ne? Das ist immer blöde. Deswegen mache ich das einfach. Ich baue da jetzt einfach nochmal eben schnell einen doppelten Blumentopf hin. Ne? Einzige Manko ist jetzt vielleicht, dass man hier. Von außen sieht das dann nicht so schön aus, aber Herrgott, da rasen wir ja sowieso immer so völlig vorbei. Ne? Das müssen wir da. Habe ich denn vielleicht sogar noch was dabei? Nein, habe ich nicht. Gucken wir mal, ob ich noch eine Birke habe. Ich möchte da jetzt noch eine Birke reinstellen, nicht noch irgendwie einen anderen Baum. Ne, das wäre dann schon wieder zu sehr nach. Haben wir keine doch. Das sieht dann wieder zu sehr nach Baumschule aus. Da gucken wir dann auch gleich mal in der Baumschule, wie es da denn aussieht. Ob da wieder was gewachsen ist. So, lass mal gucken hier. So, wunderschön. Ja, ist doch gar nicht schlecht. Ne? Haben wir einen doppelten Blumentopf gemacht. Auf Zuschauerwunsch. Was hatte ich denn letztens noch? Da habe ich dann hier, wollte ich vielleicht. Hab ich denn jetzt genug Pinienholz? Ich wollte da gerne Pinienholz noch rein. Das sieht dir noch ein bisschen besser aus, glaube ich. Wenn man da um den Wasserfall. Wo habe ich denn Holz geladen? Da hinten ist das. Ach nee, Quatsch, hier ist das. Ach komm, ja, ich hab Pinienholz, hallo, ganz viel. Nehmen wir mal 6 Stück mit. Da fällt mir noch gerade noch was ein. Ja, haben wir. So. Hinuntergelaufen. Und jetzt hau ich da nämlich jetzt. Da sollte auch sogar gut gehen. Da kommt gar kein Wasser raus. Da kommt jetzt einfach auch noch immer eine Lage Pinienholz rein. Hier auch. Ah, schön. Klack, klack, klack. Ja, genau. Also, so kommt das blaue Wasser auch ein bisschen mehr zur Geltung, finde ich. Es sticht mehr raus, ne? So einer dunklen Umrahmung. Gut, dann haben wir hier unser Glas reingemacht. Das ist auch schön. Ach, hier ist immer noch ein bisschen schmuddelig. Da muss man noch verschönern. Aber hier war doch auch noch irgendwo so ein doppelter Durchgang. Ja, gut. Gut, gut, gut. Aber wie war es denn zum Beispiel? Man könnte es auch so machen. War auch ein Vorschlag, das alles so mit Trapdoors abzusichern. Sichern. Und ich sag mal, so war das gemeint. Ne? Das hat einen Vorteil. Man kann jetzt hier das tatsächlich als Noteingang oder Ausgang benutzen. Und ich finde es noch, halt, das passt halt, ist luftig, genau wie diese Glaskonstruktion hier, diese Glaslösung, das ist immer noch schön luftig. Ja, und
Kann man schnell hier rausrennen. Besser als eine Tür. Vielleicht machen wir das dann hier auf diesem, auf dieser Ecke auch noch. So. Ja. Schönstein dabei. Nein, habe ich gar nichts dabei. Völlig unvorbereitet wieder. Ist ja auch ganz klar. Wir waren ja eigentlich gerade mit einer Mondstation beschäftigt. Ich glaube, ich kann diese Falltüren jetzt erstmal wieder wegbringen. Ch-ch-ch-ch-ch-ch. Ach so, das Texture Pack, wenn ihr das haben wollt. Ich denke, die Mangelware hat in unserem Forum irgendwie so einen Post gemacht, wo ihr das downloaden könnt. Natürlich kostenlos, ne? Wo ihr das Forum findet, wisst ihr ja auch wahrscheinlich inzwischen. Wenn nicht, dann seid ihr selber schuld, dann kann ich euch auch nicht helfen. Ist das sowieso manchmal immer so lustig, was Leute manchmal teilweise fragen. Also ich will euch ja wirklich nicht an die Karre fahren, aber was ist so schwer daran, unter dem Video auf den Link zu drücken, den ich da immer habe, und dann auf der Seite nachzulesen, was Ambach ist. Ja, also verstehe ich manchmal nicht, aber gut, viele Leute mögen irgendwie nicht gerne lesen oder ich habe keine Ahnung oder die schreiben halt lieber irgendwas schnell irgendwie, als dass sie sich mal erkundigen. Es ist immer erstaunlich manchmal. Man braucht nur mal auf dem Link zu klicken, um dann irgendwas zu erfahren, zum Beispiel über so ein Texture Pack oder irgendwelche anderen Sachen hier so, ne? Keine Ahnung. Videos, keine Ahnung, was ich sonst schon alles gemacht habe. Egal. Braucht man ja nur auf Minenarbeit.de mal zu gucken. Weiß ja alles. Ne? Okay, es wird schon wieder hell. Sehr schön. Was wollte ich denn überhaupt hier? Ich wollte überhaupt hier ein bisschen Koppelstein in die. Nein, jetzt wollten wir erstmal zur Baumschule hochlaufen und dann mal gucken, ob alles seine Ordnung hat. Hier sollte auch ein neues Schild hin. Oh, müssen wir auch vielleicht mal ein paar nachlegen. Das machen wir. Da machen wir jetzt die Mondstation, ja? Mondstation. Ein Riesenprojekt übrigens. Ein Riesenprojekt, ey. Das ist, ne, nicht mal eben so in zwei, drei Folgen abgehandelt, ne? Ich versuche ja sowieso immer so ein bisschen abwechslungsreich zu sein. Alle paar Folgen seht ihr mal wieder ein neues Thema. Insofern ist das nicht schlecht, dass wir jetzt hier mehrere Themen haben auch die Hafenanlage hier, die müssen wir natürlich auch unbedingt haben, damit wir mal schön, schön, schön darüber kommen zum Mond, ja? Und die Seestrecke, wie wir gesehen haben, die müssen wir auch noch ein bisschen mehr beleuchten und befestigen, ein paar Bojen aufbauen, damit wir da auch nachts keine Probleme haben, ne? Unterirdischer Dschungel, ja, viele wollen das im Amy Winehouse, in der Amy Winehouse Höhle. Und das ist auch keine schlechte Idee, wie ich finde. Warum nicht? Warum nicht da machen? Da unten auf dem Bedrock da, das ist doch, ist eigentlich ganz cool. Ja, hier stehen immer schon mal Creeper drin, das wissen wir schon, ne? Ich sehe die ja nie. So. Aha. Aha. Und ist alles gewachsen hier, ne? Es ist halt lustig mit der Baumschule. Natürlich weiß ich auch, dass man Knochenmark nehmen kann, ne? Um, das ist natürlich, ihr wisst, das ist eins meiner Hobbys, Knochenmark in der Gegend zu verstreuen. Das ist, ne, mache ich ständig irgendwie gerne halt, ne? Und ich wollte aber mal ausprobieren, wie es so wächst. Das ist ja das Schöne an der Baumschule. Da macht man ja Tests. Das ist ein Testgelände für Bäume, so eine Baumschule, ne? Und ihr seht auch, dass Pinien gewachsen sind. Ja, und hier kein Schneeboden liegt. Also offensichtlich scheint das auch ohne Schnee zu klappen. Ich bin mir sicher, ich glaube, bei einem irgendwo, ich glaube, bei dem unteren habe ich nachgeholfen mit Knochenmark. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Irgendwie in der Drehpause mal nochmal danach geholfen. Das ist, aber die zum Beispiel, das hier, das ist alles gewachsen, ohne dass es auf Schnee stünde. Ne? Das ist also offensichtlich. Entweder ein Bug oder keine Ahnung, mir ist es egal. Ist auf jeden Fall, hat es funktioniert. Wir haben jetzt hier eine unendliche Holzquelle, mehr oder weniger. Bräuchte halt nur noch irgendwie eine Möglichkeit, dass sich das Zeug selber aberntet. Ne? Okay, ich würde jetzt sagen, als nächstes
machen wir noch mal einen kleinen Rundgang in die Amy Winehouse Höhle. Leckere Schokoladenkuchen, guck mal du. Lecker, lecker. Ach, könnt ihr ein Stück vertragen. So. So. Ich pack mir noch mal gerade die Taschen voll. Ups. Die Taschen voll mit, was brauchen wir denn alles? Ja, also ob man hier noch so ein paar, ja, ein paar Bäume mitnehmen, ein paar Blumen, Fackeln brauchen wir ganz viele. Was hat der Mann vor, fragt ihr euch jetzt. Was hat er denn vor, was will er denn? Ne? Fackeln, habe ich gesagt. Hier, oh. Nicht so viele, braucht immer noch ein bisschen Rückhalt. Da habe ich immer noch Wolle im... So. Ach ja, okay, aber bevor ich jetzt hier mich zu sehr vertiefe und ich erzähle euch dann beim nächsten Mal, was ich jetzt vorhabe, oder? Ihr kommt selber drauf. Werkzeug nehme ich auch noch mit. Oh ja, dringend. Bis dann würde ich erstmal sagen, macht's gut, denkt an die Umfrage, bla 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 und haut rein, ne? Bis zum nächsten Mal.